Du möchtest in deinem Beruf Menschen helfen, aber gleichzeitig auch irgendwie deine kreative Ader ausleben? Was macht eigentlich ein Kunsttherapeut? Die Kunsttherapie nutzt die Kunst als Mittel zur Förderung von psychischem Wohlbefinden. Ziel dabei ist es, durch Methoden wie Malen, Fotografie oder auch Tanz eine motivierende Umgebung zu schaffen, in der deine Patienten ihre Gefühle bewusst wahrnehmen und reflektieren. Dein Arbeitsalltag kann also sehr abwechslungsreich sein, genau wie deine Patienten. Zum Beispiel begleitest du seelisch kranke Kinder bei ihrem Heilungsprozess oder unterstützt Menschen mit Behinderung. Was verdient man eigentlich als Kunsttherapeut? Kleiner Stimmungskiller-Alert, denn während deiner Ausbildung erhältst du leider noch keine Vergütung. Du kannst dich aber auch für das Studium der Kunsttherapie entscheiden, wo es dann durch Nebenjobs oder Praktika finanziell ein bisschen besser aussieht. Das Einstiegsgehalt nach Abschluss deiner Ausbildung kann sich mit 3.642 Euro dafür umso mehr sehen lassen. Okay, und was genau lernt man eigentlich in der Kunsttherapieausbildung? Inhaltlich führen dich sowohl die schulische Ausbildung als auch das Studium in die Welt der angewandten Methodik der Kunsttherapie ein. Während die Ausbildung praxisorientiert ist, taucht das Bachelorstudium noch tiefer in die Materie der psychologischen, psychotherapeutischen und psychiatrischen Grundlagen ein. Du belegst zum Beispiel Kurse wie Kunstgeschichte oder auch Menschenkunde. Und wer danach sein Wissen noch weiter vertiefen möchte, der kann auch einen Master dranhängen. Okay, spannend, aber welche Voraussetzungen brauche ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich die Ausbildung zum Kunsttherapeuten machen möchte? Egal ob Ausbildung oder Studium, einige Institutionen fordern für die Bewerbung eine abgeschlossene Berufsausbildung. Am besten informierst du dich hier direkt bei der jeweiligen Einrichtung. Darüber hinaus sind pädagogisches Geschick, genauso wie Empathie und Geduld und eine genaue Beobachtungsgabe das A und O, wenn du mit Menschen zusammenarbeiten möchtest. Ein kreatives Talent und Organisationsgeschick können auch hilfreich sein, um die Methodik sinnvoll in die Therapie einzubauen. Alles klar, und wo arbeiten Kunsttherapeuten eigentlich? Nach dem Abschluss deiner Ausbildung bist du ganz besonders im Kontext der Psychotherapie gefragt. Das kann zum Beispiel in Kliniken, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder auch Alten- und Pflegeheimen sein. Und hast du einen Masterabschluss, öffnen sich zudem die Türen der Forschung, aber auch der Lehre an Universitäten.